Hey Leute, David von iDesignisch hier wieder mit einem kleinen Tutorial. Da die Aufmerksamkeit hier auf YouTube ein bisschen kurzweiliger ist, zwei Sachen kurz in eigener Angelegenheit. Und zwar, da ich ja sehr lange nichts mehr hochgeladen habe und mein Kanal ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, bitte ich euch doch mal, wenn euch mal Sachen gefallen, egal ob Speedart oder Tutorials, wenn es euch gefällt, einfach irgendwie positiv bewerten, teilt es euch gerne und wenn euch das gefällt, meine Videos, könnt ihr mich gerne abonnieren. Genau, weil ist halt wie gesagt mein Kanal ein bisschen vergessen geraten und deswegen wäre es echt cool, wenn ihr mich unterstützen würdet. So, die zweite Sache ist ganz kurz und zwar, was wollt ihr gerne sehen von mir? Ich würde euch gerne, ja, mein Kanal ein bisschen darauf ausrichten, was ihr gerne sehen wollt. Das heißt, wenn ihr gerne Speedart sehen wollt, klar, mache ich gerne, mache ich momentan eh ein bisschen, weil ich, ja, arbeite gerade ein bisschen mit Redshift und da das ja die wenigsten von euch haben, mache ich wie gesagt einfach nur Speedruns davon. Wenn ihr gerne Tutorials haben wollt, mehr, sagt mir einfach Bescheid. Wenn ihr ein neues Intro haben wollt, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ob ihr bei Tutorials lieber haben wollt, dass hinter im Hintergrund Musik läuft oder nicht, alles kein Ding. Sagt mir einfach Bescheid, wäre echt cool, weil ich experimentiere gerne und ja, probiere auch gerne mal ein bisschen rum. Wie gesagt, was euch gerne gefällt, sagt es mir einfach jederzeit. So, jetzt am Rande ein kleines Basic-Tutorial und zwar, wie ihr diese Cola-Dose hier herstellen könntet. Geht relativ fix, sage ich mal, und relativ simpel, deswegen starten wir einfach mal. Und zwar, wir nehmen uns ein Bobby, beziehungsweise wir gehen erst mit mittlerer Maustaste in die vorne Perspektive. Dann suchen wir uns hier mal ein Bild raus und zwar, das ist bei iDesignisch und zwar unter haben wir Texturen und dann haben wir unter Blueprints habe ich hier mal so eine Cola-Dose. Zwar von der Seite, nehmen wir uns eine von der Seite und packen die entweder in vorne Perspektive oder rechts, wie ihr wollt. Gehen wir da rein, mittlere Maustaste wieder. Und dem Spline-Werkzeug und nehmen uns einen Kreis. Der Kreis, wie ihr sehen könnt, ist jetzt natürlich nicht die richtige Richtung, die wir haben wollen. Wir wollen es hier nach unten haben. Deswegen gehen wir beim Kreis in die P-Achse und gehen auf 90 Grad. Voilà, jetzt liegt es auf dem Boden. So, das ziehen wir jetzt nach oben. Das heißt, und jetzt kopieren wir uns das Ganze einfach, bis wir die ganze Dose haben. Das heißt, wir gehen hier oben, ziehen das Ding ein bisschen länger, so dass ungefähr die Größe hat von diesem Metallding. Legen das hier drauf, gehen dann STRG C, STRG V, ziehen uns das runter nach hier, kopieren uns das wieder. STRGC, STRV. Ziehen das nach hier. Machen das dann ein bisschen größer. Dann kopieren wir uns das wieder. Und ziehen uns das bis hier runter. So machen wir doch mal bis ja hier. Dann kopieren wir es wieder. Dann machen wir ein bisschen kleiner. Dann wieder kopieren und hier unten. Und wieder ein bisschen kleiner ziehen. So, wenn ihr es rechte mittlere Maustaste und wieder in die Zentralperspektive geht, haben wir sowas hier. So, das wollen wir jetzt verbinden. Das heißt, wir gehen hier in unser NURB-Werkzeug und wählen Loft aus. Das heißt, wir markieren uns alle Kreise und packen das in Loft. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt eine wunderschöne Dose. So, dann wollen wir natürlich, dass das ein bisschen tiefer gelegt wird hier, weil das ja die Öffnung, obere Teil der Dose, wollen wir ein bisschen ja, ausschneiden. Das heißt, wir nehmen uns wieder einen Kreis. Das heißt, Blendwerkzeug, Kreis, ziehen den wieder nach oben, na, ziehen den nach oben, na Quatsch, STRGC, STRGZ ist zurück,
Nehmen wir uns den Kreis, ziehen ihn den nach oben. In der P-Achse 90 Grad. Und dann werden wir uns das ein bisschen größer ziehen. Ja, nehmen wir mal so. Und wir gehen in das NURB-Werkzeug, nehmen einen Extrude-NURB. Der Extrude-NURB ist natürlich, wenn ihr den jetzt, wenn ihr jetzt den Kreis hier reinzieht, natürlich, weil das quasi eine andere Position hat, ist es natürlich jetzt platt. Das heißt, wenn ihr jetzt das extrudieren würdet, geht es natürlich zur Seite weg, weil das liegt ja auf der falschen Position. Das heißt, machen wir dasselbe wie hier. 90 Grad. Seht ihr natürlich nichts, aber das ist es jetzt gedreht. Jetzt den Kreis wieder rein und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt einen extrudierten Kreis. Dann machen wir den natürlich ein bisschen höher, ist eigentlich egal wie groß. So, wenn du das Problem jetzt habt, dass wir haben jetzt das Extrude-Knob ausgewählt, allerdings haben wir natürlich die Achse in der Mitte, wo wir es nicht haben wollen. Das heißt, wir gehen jetzt hier in das Achsenwerkzeug und ziehen einfach nur die Achse nach oben und deaktivieren das wieder. Und jetzt haben wir das da oben. So, als nächstes wollen wir das natürlich ausschneiden, das süße Ding. Das heißt, wir nehmen uns, gehen hier ein Werkzeug rein, gehen und nehmen uns das Bool-Ding und wählen den Extrude-Knob aus und dann Loft, also quasi die Dose. So, wollen wir es drehen und na, jetzt ist er weg und jetzt ziehen wir es nach unten, damit es, wie ihr sehen könnt, ausgeschnitten wird. Ich denke, vom Radio her passt es eigentlich echt gut. Können wir natürlich noch die Tiefe auswählen, zur Tiefe nicht. Ich denke, so ist es. Ja, so ist es in Ordnung. So, jetzt haben wir schon mal den Basic-Teil der Dose. Jetzt wollen wir natürlich noch den oberen Teil haben. Das heißt, rechte Maustaste, mittlere Maustaste gehen oben Perspektive. Nehmen uns dann ein Bild von einer Dose oben. Ziehen wir rein per Drag and Drop und fangen an, uns das hier mit einem normalen Spline-Stift nachzuzeichnen. Das heißt, wir gehen hier rauf und ziehen uns die Linien einfach nach. Wenn das jetzt eckig ist, muss nicht, also muss jetzt nicht schön sein. Denn das Eckige wird eh gleich ein bisschen abgerundet von uns. So, was ist da? Und dann, nup, 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 und zack. Und zack, und dann drück mal drauf und verbinde das. So, dann gehen wir hier aufs leere Feld, damit wir es nicht mehr aktiviert haben, also nicht mehr selektiert haben, und zeichnen das andere hier den inneren Kreis nach. Muss wie gesagt nicht schön sein, aber ein bisschen sollte es schon passen. Ziehen wir das Ganze nach. Dip. 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 Und dip. So, dann wieder reinklicken in das Feld und dann ziehen wir uns das unten hier nach. So, machen wir das kurz. Sind wir soweit auch gleich durch und dann einmal hier und dann verbinden. So, hier wieder reinklicken. Ah, jetzt seht ihr das. Wir haben das nicht verbunden. Das ist kein Problem. Wir gehen hier auf Spline und gehen einfach auf Spline schließen. Und da das jetzt ein bisschen sehr weg, weil,
Na, ihr wisst schon, ein bisschen zu kantig wird, ziehen wir den Spline einfach ein bisschen rein. So, dann machen wir natürlich noch, dass wir alle uns selektieren. Dann drücken wir erst der GA, weil das ist natürlich sehr eckig. Obwohl, machen wir. Schauen wir mal. Ja, doch, okay. Also alle selektieren und dann auf B-Spline. Somit sind die schon mal ein bisschen runder, die Ecken. Allerdings gehen wir jetzt auf, also rechte Maustaste und dann auf Fasern. Und zieht das Ding einfach, also zieht die Maus einfach weg von euch. So seht ihr, dass wir ganz einfach quasi das einfach ein bisschen runder, smoother gemacht haben. So, dann nehmen wir uns das normale Auswählwerkzeug, selektieren natürlich für alle drei Splines und ziehen den nach oben. So, wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir schon mal die Form an sich, dieses Öffners, was schon mal ganz cool ist. Und deshalb wählen wir uns drei Extrude-Nerves aus. Eins, dann natürlich. Ja, doch. Dann wählen wir jetzt natürlich unser normales Objektwerkzeug aus, können wir machen. Da die Extrude-Nerves natürlich wieder 90 Grad gedreht sind, machen wir es natürlich wieder 90 Grad. So, und da das einfacher zu machen ist, kopieren wir uns das einfach. Das heißt, Extrude-Nerve auswählen, STRG-C und dann V und dann nochmal, weil wir haben es halt dreimal. Das heißt, einmal nach da, einmal nach da und dann einmal nach drin. Na, nach da. So, jetzt haben wir schon mal an sich, wenn wir das jetzt. Na, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Achsen wieder da verschoben sind. Das ist aber kein Problem. Das heißt, wir können uns das alles selektieren, damit wir es also nicht einzeln machen müssen und ziehen uns wieder nach oben. So, und wieder raus. So, jetzt seht ihr zum Beispiel, dass das einzelne Dinger sind alles. Nur jetzt wollen wir natürlich auch das als Loch haben. Das heißt, wir gehen in unser Werkzeug, nehmen uns Bool wieder und tun den ersten rein. Dann den zweiten rein. Obwohl, wir machen das erstmal ein bisschen größer. Das heißt, wir gehen nochmal, nehmen die nochmal kurz raus. Das heißt, wir machen jetzt beispielsweise mal 60, damit es einfach ein bisschen größer ist im Endeffekt. Dann und das auch als 60. So, und dann ziehen wir die ein bisschen runter. So, jetzt ist es anschaubar. Das heißt, wir nehmen unser Bool und tun Extrude-Nerve 2 da rein, Extrude-Nerve 1 da rein und dann den Extrude-Nerve, wenn wir den jetzt wieder reinmachen, hier auch in den Bool-Werkzeug, dann schneidet er halt immer nur 1 aus. Das heißt, wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir nehmen unser Extrude-Nerve 2 und packen den unter den Spline. Ups, okay, das war ein bisschen. Nehmen wir, muss selbst gleich mal gucken. Na, also, das wollen wir ausgeschnitten haben. Das heißt, Extrude Jump 1 ist die Basis. Hier rein. Und jetzt den Extrude Nerve, diesen da quasi, weil der ist ja momentan nicht aktiviert. Der muss jetzt untergeordnet werden bei den Extrude Nerve 2. Also nicht die Basis, sondern diesen, was geschnitten wird. Also, deswegen tun wir es hier bei Spline-Objekt rein. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt diese Form. Also die zwei ausgeschnittenen Löcher. So, dann ziehen wir uns das wieder, die Achse wieder hoch. Und ja, dann gehen wir raus.
und nehmen unseren Basislayer und machen den natürlich von der Größe ein bisschen kleiner. Ich denke mal, so ist in Ordnung. Also wir nehmen unser Bool und ziehen den auf die Dose. Ich denke, so ist gut. Jetzt gucken wir auf meine Proportion, dass das stimmt. Ich glaube, das muss ein Tickchen größer. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. Ja, so sieht doch gut aus. Mit der Maustaste, damit wir, gehen wir mal in die Seitenperspektive und gucken, dass es auch wirklich drauf liegt. So. Ich denke, das ist doch schon mal ganz schön. So, und jetzt kommt eigentlich auch schon die Textur. Heißt, wir gehen in unser normalen Texturwerkzeug, Okay, wählen wir erstmal beide an. Also quasi können wir, ist alles offen. Ihr könnt jetzt quasi die zwei Bools nehmen, also STRG, und dann könnt ihr jeweils auswählen. Alt und G. Dann habt ihr das kopiert und nennt es einfach mal Dose. So, jetzt haben wir ein Material und jetzt machen wir natürlich nur, dass es, geben wir natürlich erstmal die Basisformen, das ist ja so ein Metall. Also ich habe jetzt einfach mal, ihr könnt natürlich lange probieren, bis ihr es habt, das dauert ein bisschen länger, deswegen gehe ich einfach hier auf Reflexion, also Farbe brauche ich aus, gehe ich auf Reflexion, hinzufügen, eine neue Reflexion. Wenn ihr wissen wollt, was das alles genau heißt, diese ganzen Reflektivität-Gedöns, ich habe mal ein Video dazu gemacht, nutze diesen einen Layer, also nutze diese eine Funktion. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist hier verlinkt, ansonsten unten nochmal. Aber erstmal, wie gesagt, ist es egal, was für einen Namen wir nehmen, damit es ein Spiegel ist. Und gehen wir die Rauheit, habe ich einfach mal, stelle ich mir das ein bisschen hoch, so dass es ein bisschen danach aussieht. Dann das Metall tue ich auf die Dose. Jetzt haben wir das ja erstmal als normales, also die ganze Dose. So, jetzt ist es so. Und zwar, wir nehmen unser Loft. Obwohl, was, wie machen wir es am besten? Ja, jetzt können wir theoretisch unser Loft nehmen. Das heißt, wir erstellen unsere neue Textur. Gehen drauf. Gehen auf Farbe, wählen uns dann, also wir googeln mal einfach eine Textur, habe ich das mal gemacht, von der Cola-Dose. Das heißt, hier haben wir Cola-Dose. Und mal gucken, ob das geht direkt, ob er das peilt. Läuft nicht. Nee, okay. Alles gut. Nee, okay, dann machen wir das rückgängig. Das heißt, wir nehmen uns unser Loft-Werkzeug, drücken C, damit wir das editieren können, also damit wir Polygone auswählen können. Und dann gehen wir natürlich unser Polygon-Werkzeug, damit wir das ganze Polygon haben. Und jetzt wählen wir uns das aus, wo wir die Textur, die neue Textur haben wollen. Das heißt, alles bis auf den äußeren Ring und bis auf den unteren Ring unten. Das machen wir einfach, indem wir das einfach manuell auswählen. Das heißt, Selektion, nehmen wir Loop-Selektion. Und als kleiner Trick quasi, nehmen wir uns hier was Mittiges, irgendwas, weil hier ist ja mehr als unten. Dann wählen wir uns das aus und dann können wir jetzt einfach Z und Y, ne? U und Y, sorry. U und Y drücken, also erst U und dann Y, dann könnt ihr das, dann wählen sich die Polygone automatisch aus. So, unten, das ist jetzt okay, da wollen wir nicht mehr haben, vielleicht noch eins, ja, eins ist okay, aber oben ist noch Luft, das heißt, wir machen das einfach manuell. Heißt, STRG gedrückt halten und Shift gedrückt halten, sorry. Und die manuelle auswählen. So. Jetzt können wir ja mal auf Selektion gehen und dann auf
Selektion, wo haben wir das? Selektion einfrieren, da haben wir es. Jetzt haben wir die Selektion, die ist eingefroren und packen die Textur einfach darauf. Und voilà, haben wir jetzt die Textur und unten das Metall und oben das Metall quasi. Jo, das ist doch schon mal ganz in Ordnung, so wie es ist. Also, die Textur geben wir natürlich drauf, weil, wie ihr sehen könnt, ist es spiegelverkehrt. Das heißt, wir gehen auf UV-Mapping, also auf die Projektion, und wollen es als Zylinder haben. Wie ihr sehen könnt, hat es mehrere Ebenen, die erstellt wird. Das heißt, Wiederholungen gehen wir auf 1 und dort auch auf 1. So, upsala, sorry. So, wie ihr sehen könnt, ist nur eine Textur quasi ausgewählt. Also eine Textur können wir auswählen. Das heißt, wir vergrößern die einfach. Also wir ziehen das hier in Offset V, da wo es anfängt. Und dann in der Kacheln V, ups, ziehen wir das runter. So. So. Ich denke, das ist doch, ja, so sieht doch in Ordnung aus immer. Das ist doch schon gut. Weil jetzt seht ihr, es ist auch alles die Textur richtig in Position. So. Jetzt wollen wir natürlich noch, damit es ein bisschen alles besser aussieht oben, weil der Rand ein bisschen scharf ist. Das heißt, wir gehen in unser, wo haben wir es? Jetzt habe ich so viele Boolen. Okay, ja, das war das Loft. Okay, gut. Na ja, gut, dann machen wir es anders. Das heißt, wir wählen uns einfach bei unserem Objekt, Werkzeug, nehmen wir uns einen Ring. Den Ring ziehen wir hoch. Machen den, also gehen unser Objektauswahlwerkzeug, ziehen uns es dann einfach zurecht. Denn eine Cola-Dose, die ist ja etwas scharf, also das ist jetzt bei uns ein bisschen scharf geworden, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir machen das ein bisschen runder. Vom Kreis natürlich auch ein bisschen. So, ich denke, das ist, sollte soweit in Ordnung sein. So, dann machen wir diese Selektionen. Machen wir natürlich irgendeine andere Zahl. Das heißt, anstatt ziehen wir einfach hoch, irgendwas 500 oder so, ist eigentlich letztendlich wurscht. Dann können wir das alles selektieren und kopieren wieder mit, ups, mit Alt G und nennen wieder mal Dose. Jetzt gehen wir auf Hypernerve, auf ja, Hypernerve quasi, das ist Subdivision Surface und ziehen es rein. Und jetzt haben wir das alles sehr abgerundet, damit es doch ein bisschen smoother ist. So, damit sind wir eigentlich so weit durch. Jetzt machen wir es natürlich noch ein bisschen schöner. Ach doch, eine Sache noch. Das geht uns fix, genau. Und zwar, wir wollen noch die Perlen machen. Wenn wir es öffnen, sehen wir natürlich ein bisschen hier die Wasserperlen. Das machen wir natürlich, kein Problem. Heißt, die Dose machen wir erstmal die beiden Punkten. Das rote Lichtchen, das ist halt weg ist. Dann unser Werkzeug und eine Kugel machen wir. Dann gehen wir hier zu unseren Deformern und wählen, wo haben wir es? Balk aus. Dann ziehen wir die Kugel unter das Balk. Und das Balk können wir jetzt, ups, an der Seite, okay, Balk unter die Kugel. Und jetzt seht ihr, können wir den Deformer benutzen. Jetzt ist der Trick, das so hinzukriegen, damit es halbwegs wie ein Tropfen aussieht. Das sind Wassertropfen. Das heißt, wir, ja, ich denke mal, das ist eine Philosophie von,
Ich denke mal, kann man noch Stunden dran sitzen. Ich denke, so ist es in Ordnung. Dann gehen wir hier auf Balk erstmal auf unser rotes Lämpchen, damit das Ding weg ist. Und wir gehen an unser Mograph und auf Cloner, ziehen unsere Kugel in den Cloner rein. Dann nehmen wir unser Cloner und gehen auf Modus, Objekt und nehmen als Objekt, also aktivieren das wieder, nehmen nicht die gesamte Dose, sondern nur unser, wo haben wir es, unser Loft. Also wir gehen Cloner, nehmen unser Loft. Und wie ihr sehen könnt, ist es alles voll mit diesen Tropfen. Das sieht natürlich doof aus, das wollen wir nicht. Deswegen A machen wir die kleine. Heißt, wir skalieren die einfach runter. Oh, das ist ein bisschen zu. Ich denke, so ist es eigentlich in Ordnung. Oh, ein bisschen größer. Ja, ich denke, so in Ordnung. Die Projektion ist natürlich eine andere. Heißt, die Verteilung nehmen wir Oberfläche. So, jetzt haben wir das schon mal. Ist als Oberfläche schon mal gut. Jetzt ist die Anzahl natürlich 20. Jetzt machen wir natürlich mal beispielsweise 500. Müsst natürlich aufpassen, damit euer Rechner nicht irgendwie hängen bleibt. 500. Ich denke, 500 ist eigentlich schon okay, ist in Ordnung. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen sehr zusammengepresst alles und das wollen wir natürlich ein bisschen mehr verteilen. Das heißt, gehen wir hier auf unseren Cloner, gehen auf Mograph, Effektor und gehen an Zufallseffektor. So, der Zufallseffektor gehen wir hier bei der P, also bei der Z-Achse, auf 0, damit es wieder an der Dose alles klebt. Und jetzt können wir natürlich mit den Werten ein bisschen spielen. Das heißt, ich sag mal so, machen wir mal 100 cm. Mal 300 cm. Ja, okay, nee, das ist doof. Machen wir dann 100 cm. Wenn wir das jetzt mal auf 50 machen. Ja, okay. Gut, ich denke. An sich ist das soweit in Ordnung. Das können wir auch noch ein bisschen. Basis halt auf 0. Ja, okay. Doch machen wir das auf 0. Bis auf die Y-Value machen wir auf. Können wir uns eine aussuchen? Ich denke, es ist okay. Den Rest kriegen wir hin, dass wir es manuell umändern können. Das heißt demnächst, wir gehen auf unser Cloner, drücken C und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt alle Kugeln, also die wir jetzt einzeln löschen können quasi. Das heißt, wir gehen auf eine Kugel, gehen runter bis zur letzten Kugel, drücken Shift und gehen auf die letzte Kugel. Wie ihr sehen könnt, haben wir alle Kugeln ausgewählt. Und dann drücken wir mal einfach mal C. Ups. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt, wie gesagt, alle Kugeln ausgewählt. Das ist jetzt da ohne Default, ohne den Balk, weil wir sind jetzt halt ein Polygon-Werkzeugtool. Wenn wir es rausgehen zum Beispiel, haben wir wieder die gleiche Position. Das heißt, wir gehen wieder in STRGZ. Damit wir wieder alle ausgewählt haben. Mit der Maustaste gehen in die Seitenperspektive und jetzt wählen wir unser Rechteckwerkzeug aus und wählen einfach mal hier die obere Hälfte aus. Warten ein bisschen, bis es aktiviert wird, also bis es aktiviert wird und dann drücken wir Entfernen. So, jetzt ist es nämlich weg. Dann gucken wir mal unten. Ja, unten machen wir dasselbe. Das heißt, wir selektieren unten. Warten ein bisschen. Bei mir dauert es immer.
und entfernen. Jetzt sehen wir hier natürlich, das wollen wir auch nicht haben. Heißt, wir selektieren uns das. Warten, warten, warten. Entfernen. Jetzt, wie sowas hier, das könnt ihr natürlich auch entfernen. Also wenn ihr halt einfach Muße dazu habt, könnt ihr das natürlich alles auswählen. Ich mache das jetzt nicht, weil einfach das wird dann zu lange dauern. Und zur Präsentation könnt ihr einfach eine andere Seite nehmen. Aber ich lösche das mal. Das heißt, dauert ein bisschen, ja. Naja, gut. Ansonsten rechte Maus das wieder in die normale Ansicht. Und jetzt gehen wir raus. Also irgendwo hinklicken. Und jetzt haben wir das dann so schon mal. Sieht doch schon mal ganz okay aus. Ja, jetzt sehen wir halt. Okay, da sind natürlich ein paar, die wir doch nicht so schön aussehen. Dann müssen wir doch nochmal rangehen. Kein Problem. STRGZ, bis wir wieder zurück sind. Und dann löschen wir die einfach manuell. Ist ja kein Problem. Ja. Wenn mein PC nicht so lange dauern würde, weil es ist schon eine halbe Stunde um. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwas einzubringen oder so, vielleicht Musik im Hintergrund oder so, lasst mich wissen. Ich bin immer offen dafür. Weil seht ihr es auch bei anderen Tutorials und es ist ja ganz cool eigentlich. So, na, komm schon. Ich hoffe, er stürzt jetzt nicht ab. So, da sind wir wieder. Also. Dann. Na. Sie wieder. Okay, ich muss die wohl einzeln löschen alle. Okay, das ist kein Problem. Es geht vielleicht auch ein bisschen schneller. Na, komm schon. So. Machen wir mal rechnen was das, weil es dauert ein bisschen zu lange. Dann machen wir es einfach so. Wir machen unser Werkzeug immer wieder. Und dann bis zum gewissen Grade markieren wir uns das. Weil im Endeffekt ist ja eh alles Wasser. Also auch wenn die nicht mehr hundertprozentig Kugel sind oder halt keine Blase, keine, na, keine, kein Tropfen mehr, es ist ja auch wurscht. Weil Wasser hat ja immer eine andere Form. Nur damit es halt nicht mehr so schwul absteht oder so. So. Gucken wir mal ganz kurz. Gehen wir raus. Ja, okay, hier stimme ich noch ein paar Sachen. Aber da haben wir es. Selektion. Ihr könnt auch, was machen könnt, nur sichtbare Elemente selektieren. Wenn das deaktiviert, dann selektiert ihr auch die Objekte, die dahinter sind. Also nicht nur die ihr sehen könnt, sondern die auch dahinter stehen. Was vielleicht auch ganz praktisch sein kann. So. Gelöscht. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Löschen war, na komm schon. So, und ich hoffe, es ist okay. Ja, also ist in Ordnung, machen wir so. Das heißt, wir nehmen uns ein neues Material. Gehen also hoch. Da rechte Maustaste Farbe wegmachen, bei Reflexion auch, gehen auf Transparenz. Die Transparenz machen wir, weil wir ja haben schon Vorangaben, machen wir auf Wasser,
und gehen dann, ziehen uns das auf unser Cloner. Jetzt, wie ihr sehen könnt, ist es alles Wasser. So, jetzt machen wir uns noch ganz kurz einen Boden, also eine Ebene, ziehen wir uns beispielsweise, ziehen uns die runter oder das Objekt. Ziehen uns die Ebene ein bisschen länger. So, ist in Ordnung. So, dann machen wir uns da einfach halber auf Erzeugen. Physikalischer Himmel. Und jetzt gucken wir mal, wie das ist. Und zwar, wir... Ja, will ich mal sagen, gehen auf reine Voreinstellungen, Effekte, gehen auf nicht Ambient Occlusion, weil Ambient Occlusion ist für die Schattenbildung da, also dass es halt sehr extrem ist, und bei Wasser wird es dann nur schwarz angezeigt, das ist blöd. Das heißt, wir gehen auf Global Illumination und dann auf Rendern und gucken mal, wie es aussieht. Und ja, ansonsten ist das schon mal, wie gesagt, ganz gut lose geworden. Jetzt gehen wir natürlich ein bisschen mehr rein. Na. Jetzt ist natürlich... muss ich gucken. Ich glaube, das war das... der Bool. Weil der äußere Ring ja nicht aus Metall besteht. Und so. Na, Quatsch. Ziehen wir das einfach mal rauf. Gucken, was passiert. Ja, okay. Was mich nur interessiert ist, und zwar. Natürlich. Der Ring hat natürlich nichts. Deswegen natürlich der Ring. Wo haben wir den? Der Ring braucht natürlich Metall. Und die Dose braucht natürlich auch ein Metall. Das heißt, bei Loft gehen wir auch auf Metall. Und jetzt natürlich die Textur tauschen wir natürlich. So. Jetzt haben wir das erstmal so. Was wir jetzt durch machen können, ist, wir können nochmal ein Licht erzeugen. Können uns das dann etwas nach oben ziehen. Licht machen wir natürlich einmal Schatten, also weich. Und dann drehen wir uns die Dose mal ein bisschen. Das heißt, wo haben wir das Gedöns? Und zwar die Dose. Da. Jetzt können wir das mit, jetzt tun wir den Kloner mal in die Dose rein. Und die Dose natürlich Subdivision Surface. So, damit es natürlich alles ein bisschen abgerundeter ist. So, die Dose können wir jetzt ein bisschen drehen. Zum Beispiel auch so. Dann können wir uns das zum Beispiel kopieren. Und... Na... So, genau, und Subdivision Surface haben wir, okay, gut. Kopieren wir uns das, ziehen uns das jetzt mal irgendwo hin und drehen uns das. Na. Uiuiuiui. Drehen uns das so hin. Und dann gucken wir uns nochmal an. Achso, und der Boden natürlich wollen wir auch die Textur geben, das heißt, wir machen eine Textur. Ziehen drauf, machen natürlich ein, ja, gucken erstmal, wie das ist, aber Reflexion wollen wir wollen wir Textur machen, gehen dann auf
Quatsch, Helligkeiten, ja, gehen auf Helligkeiten, gucken wir mal, gehen auf Helligkeiten vielleicht 23 oder so. 27, mal gucken. Und natürlich die Reflexion von der Cola-Textur wollen wir natürlich auch ein bisschen hoch machen. Das können hinzufügen, ist egal was. Und bei Helligkeit machen wir 50. Das ist quasi die Hälfte. So, jetzt schauen wir mal. So, und wie ihr das jetzt sehen könnt, haben wir zwei wunderschöne Cola-Dosen. Sehr glänzend und für einen normalen Renderer total ausreichend, super. Genau, das Metall könnt ihr natürlich anpassen, wie ihr wollt. Ja, aber so kurz nochmal erklärt, wie das halt geht. Wenn euch das ganze Tutorial, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, wenn euch das gefallen habt, gebt mir einen Daumen hoch. Könnt ihr mich gerne abonnieren, würde mich echt freuen, würdet mir echt supporten. Und ansonsten könnt ihr euch gerne teilen mit euren Freunden, was auch immer ihr da zu teilen habt. Und ansonsten, die nächsten Tutorials, denke ich mal, werden mit Redshift sein. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr Tutorials sehen wollt mit Redshift, mache ich gerne mal davon irgendwas. Ansonsten würde ich sagen, ja, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.